Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Total War Rome 2. Ich bin der Simme und wir haben beim letzten Mal, soweit ich mich erinnere, die Markomannen ausgelöscht oder bei einem der letzten Male. Wir haben hier Oburzes eingenommen und stehen direkt vor dem nächsten Konflikt hier mit den Sueben, die schon ein paar Truppen hier rücken. Und das ist dann das nächste, was uns bevorsteht. Auf der Karte gesehen ist das hier, ich bin mal gespannt, wie viele Gebiete die Sueben hier haben. Ich glaube, das dürften ein paar mehr sein, weil die starten irgendwo hier hinten und ich glaube, die haben hier ein etwas größeres Gebiet. Im Endeffekt heißt das, wir werden mit den Sueben als nächstes im Konflikt sein und uns dann auch gleich bei der Gelegenheit hier die Germanen vornehmen und hier oben mal so den ganzen nördlichen germanischen Bereich kaputt machen. Des Weiteren sind wir hier unten mit unserer Flottille noch ein bisschen am Stationieren. Da werden wir jetzt auch noch mal, wo hatten wir denn gesagt, wir wollten auch einmal hier so durch den Bosporus vorbei hinten rum fahren und werden da mal ja hier unser Schiffchen hinschicken. Mal gucken, wo uns das denn noch so hinbringt. Ja, hier unten sind wir relativ ruhig. Also ich mache noch mal Karte auf. Also hier unten sind wir relativ ruhig. Wir haben hier nicht Angriffspakte und was weiß ich nicht, was alles Handelsvorabkommen. Das heißt, von hier aus erwarte ich tendenziell im Moment erstmal relativ ja wenig Angriff. Das heißt, wir können uns voll und ganz hier oben drauf konzentrieren. Die Armee hier unten, die brauchen noch eine Runde, bis sie voll aufgestockt sind. Und dann können wir auch mit weiter hier hoch nach zu den Sueben marschieren. Und ja, das heißt, wir haben die Forschung läuft soweit alles. Diplomatie haben wir auch alles durchgemacht. Wir gucken jetzt nochmal, ob wir hier noch irgendwas bauen können, upgraden können, eventuell. Und dann sind wir ansonsten diese Runde auch schon wieder fertig. Ja, wir müssen auch immer ein bisschen aufpassen, dass wir hier mit der Zufriedenheit das nicht zu weit auf die Spitze treiben, aber grundsätzlich glaube ich, stehen wir da schon relativ gut da. Gut, dann. Upsala. Da wollte ich jetzt gerade nicht hin. Machen wir Runde beenden und schauen mal, was die Sueben jetzt hier so treiben. Ob die unserer kleinen Armee, die da steht, jetzt noch auf dem, ja, ich sage mal, auf dem Pelz rücken. Oder ob die das eher lassen. Ja, okay. Die lassen das und kommen wieder und versuchen hier noch mit dem Spion. Nein, 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 nein. Das werden wir gleich noch abschmettern. Ja. Ansonsten, ich sage einfach mal noch Unsere fröhliche Weihnachten Vorfahren nach haben hinein, denn gesprochen und euch als das war ja wahren jetzt vor Freund kurzem. bezeichnet. Hoffe, ihr habt Würden wir es frohes wagen, Fest die gehabt. Unterwelt zu ignorieren? So, aber ich mache gleich weiter mit meinen Glückwünschen oder meinen Wünschen und wir machen in der Zeit mal hier, gucken wir mal, die wollen ein Schutzbündnis von uns haben. Wir gucken mal, wenn sie uns was zahlen dafür. Nein, Schutzbündnis möchte ich erstmal gerade nicht haben. Nicht-Angriffspakt ist in Ordnung, aber ein Schutzbündnis ist dann doch schon eine Spur happiger, da kann man nämlich auch schneller, sind die Pläne schneller zunichte gemacht, die man sich gesteckt hat, in dem Fall unseres hier mit den Sueben, als man als einem lieb ist. So, wir haben in Oburzes haben wir okay. So, jetzt das Ereignis. Wir hatten ja vorhin was. Der Mann sah eure Entscheidung, nicht einzugreifen, als Erlaubnis nach eigenem Ermessen zu handeln. Er brachte seine Frau um und stellte seine Ehre wieder her. Der Vorfall wurde nicht weiter besprochen. Aha, gut. So, in Oburzes haben wir den Brunnen vergiftet bekommen. Jetzt müssen wir noch den Agenten finden, der das gemacht hat. So, in Octodurum haben wir das barbarische Dorf gebaut. Ein bisschen abgegradet wegen Wohlstand und allem drum und dran. Unser Druide hat etwas Ich mehr bin ein Weiser Autorität des und auch Waldes. noch ein paar Sonderfähigkeiten bekommen. Das ist sehr schön. Wir haben diese endlich fertig. In Germania Minor sind sie natürlich immer noch unzufrieden, aber das wird sich relativ schnell erledigen. So, diese Armee ist Ich sende jetzt mich zum fertig. Feindkampf. Und das heißt, wir können diese jetzt auch mal Schütze der hier Sueben. hochziehen. Und da mal gucken, dass wir da in der Ohne nächsten Sinne Runde dann werdet auch ihr Richtung verlassen. Sueben aufbrechen können.
Dann haben wir hier den Kriegsherren. Den müssen wir irgendwie mal vernichten. Dann nehmen wir mal die Jungfer, machen ein Attentat und machen mal Einzelkampf. Mal gucken, was dabei rauskommt. Attentat ist gescheitert. Na gut, dann probieren wir das gleich auch nochmal mit dem Druiden hier. Ja. Warum können wir hier keine Provokation? Achso, wahrscheinlich, weil es gar keine Chance auf Erfolg hat. Na gut, dann. Feind wurde gemeuchelt. Sehr gut. Er ist tot. Er ist tot. Aber wir haben jetzt hier unten trotzdem noch irgendwas anderes. Der hat einen neuen Rang bekommen. Ja, das ist irgendwie. Wir müssen mal hier Militär verwalten. So. Jetzt haben wir den Druiden hier mal reingeschickt. Vielleicht hilft das ja mit dem vergifteten Brunnen und so weiter und so fort. Ja, der Druide hat eine Stufe hochbekommen und er bekommt jetzt mal Hingabe, damit er da nicht so ganz, so gänzlichst komplett hinten überfällt. In Kasurgis haben wir 12 Garnisonen. Das ist natürlich nicht so schön. Aber wir versuchen mal, was können wir denn hier mal machen? Sabotage, Brunnen vergiften, Unruhe stiften. Brandstiftung, Brunnen vergiften. Wir gucken mal, wir machen mal hier auch einen Brunnen vergiften. Das, was er uns gerade angetan hat, war auch erfolgreich. Und sehr schön, er hat auch gleich noch eine Stufe. Ach, das sind ja die Frischlinge hier. Die Nesthäkchen. Gottes Willen, die armen Kleinen. So, der bewegt sich dann auch. Hier unten werden wir das Schiffchen auch mal noch weiter schicken. Mal gucken, was das noch so findet. Es ist eigentlich kein Schiffchen. Es sind ja mehrere Schiffchen in einer Flotte, aber das Schiffchen auf der Karte, das ist halt so. Ach, ich weiß nicht. So schnuckelig putzig. So, die brauchen wir nicht mehr. Dann können wir einmal gucken in Bagakum. Ja, da haben wir natürlich noch ein leichtes Ordnungsproblem. Mal gucken hier. Ordnung. Also tendenziell können wir sie zwar abziehen, aber ich lasse die lieber nochmal ein, zwei Runden da drin stehen. Weil damit die öffentliche Ordnung hier relativ schnell hochgeht. Dann können wir die Armee nämlich auch zur Verstärkung heranziehen. Jo, wir haben auch sehr viel Geld, also ich glaube fast, wir können es jetzt nochmal riskieren, mal die Ebdani zu fragen, ob guter sie mit uns Freund, eventuell welche eine Ehre ihr uns erweist. Beitreten kommt also und sprecht, auf dass die Geister nicht, eure Worte hören aber können. Aber wir werden ihnen mal ein bisschen Zahlung geben, vielleicht möchten sie es ja machen für ein bisschen Münzen. Also selbst bei 10.000 wollen sie es immer noch nicht machen. Dann würde ich sagen, lassen wir das nämlich einfach mal. Lassen wir das, ja. So, was könnten wir denn sonst noch machen? Vielleicht mit irgendwelchen Völkern hier in der Nähten. So, erstmal gucken, wer mag uns denn eigentlich hier? Ach toll, jetzt kann ich hier die Karte nicht. Doch, kann man schieben, sehr schön. Rom mag uns überhaupt nicht. Ja, da könnte ich befürchte, ich könnte man vielleicht noch so ein bisschen Konflikt bekommen. Wir werden mal Rom. Mit denen haben wir ein Handelsabkommen. Seid im Namen des Senats so willkommen. Ich spreche und handle in seinem Sinne. So, das Geschenk. Wir können uns einigen und ich kann mit der Gewissheit, etwas Gutes getan zu haben, ja, zum Senat zurückkehren. Ansonsten machen wir noch weiter und beenden noch mehr die Runde. Also noch mehr ist gut. beenden noch einmal die Runde. Ja, wir müssen jetzt unsere Armeen da so langsam ranziehen, damit das auch mal vorwärts geht. Ja. Ach ja, ich war ja noch dabei mit Weihnachten und sowas. Ja, ich hoffe, ihr seid reich beschenkt worden und habt ein paar ruhige Tage gehabt, bevor es dann jetzt langsam dann wieder losgeht mit Arbeiten, Schule, Studium oder was auch immer ihr tut, wenn ihr euch das, also was ihr so tut, so rum.
Und ja, sowas ist ja immer besinnlich und ich hoffe, ihr seid auch reich beschenkt worden, wie das an Weihnachten ja häufiger der Fall sein könnte. Dunkelheit umhüllt uns, doch ihr könnt das Licht ja, und für mein die Räter Volk möchten sein. Ich bitte demütig um ein Gucken Abkommen. Gucken wir mal, wenn wir denen, von denen was bekommen. So. Nein. Unsere Vorfahren haben gesprochen und euch als wahren Freund bezeichnet. Würden wir es wagen? Ach, das schadet eigentlich nichts. Dann haben wir wenigstens hier auf der Seite vom Pott auch nochmal ein bisschen Verbündete, falls wir da ein bisschen Krieg haben. Unsere Kriegsjungfer ist gestorben. Das ist aber doof. Rekrutiert den folgenden Agenten Streiter. Ja. Ja. Klar. Natürlich. Warum eigentlich nicht? Ach, wir haben gar keinen mehr. Wir hatten nur die eine. Ah, na dann. So ist die wieder da. Dann haben wir einen Baubericht. Wir haben in Aildon haben wir Nahrung und in Nemetakum einen Gemeinschaftsbereich. Da können wir nämlich jetzt auch noch ein bisschen was ausbauen. Und zwar, was können wir denn da machen? Handel, Wohlstand, öffentliche Ordnung. Das ist immer gut. Und Wohlstand durch Kultur. Naja, wobei, ehrlich gesagt, Wohlstand durch lokalen Handel ist eigentlich auch nicht verkehrt, aber wir haben auch nicht so viel, Wohlstand durch Kultur oder noch mehr Wohlstand durch Kultur. Ich glaube, wir nehmen hier die Feste des Stammes. Das ist gut. Das ist immer toll. So, in Rätia et Noricum sind sie jetzt inspiriert. Das ist schön, das gibt uns noch etwas mehr in Brandstiftung. Wo ist denn hier da so ein blöder Agent? Dass der uns hier... Dass der uns hier dauernd da was machen kann, das ist komisch. Ja, in Germania Minor sind sie natürlich immer noch besorgt. Ich weiß. Das wissen wir. Da sind wir uns bewusst. Da tun wir ja auch gerade was gegen. So, dann geht es mal hier weiter mit der Armee. Und die kommen fast dran. Das heißt, wir können uns gleich demnächst irgendwann mal bemühen, da anzugreifen. Mit zwei Armeen sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Gucken wir mal, ob wir ein bisschen Unruhe stiften können. Jawohl. Das hat geklappt. Gucken wir mal, ob wir hier noch... Ah, Brunnen vergiften. Mit dem können wir noch Brunnen vergiften. Hat auch geklappt. Und mit dem können wir... Ja... Noch ein bisschen... Die Ordnung... sabotieren. Störung ist erfolgreich gewesen. Ah, das ist doch gut. Jetzt verliert er auch schon ein bisschen öffentliche Ordnung da drin. Und er hat auch gleich noch einen Rang hochbekommen. Das ist auch gut. Dann können wir noch eine Plus-List dazu packen, damit er da auch ein bisschen hochgestuft wird. Aber das nervt mich hier, dass da eine Agent da... Das ist ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. So, das Schiffchen... die Schiffchen... Ich versuche das jetzt mal dran zu denken, dass es heißt die Schiffchen und nicht das Schiffchen. Dadurch, dass es ja mehrere sind, wie wir gerade schon festgestellt haben. So, wir haben eine neue Fraktion gefunden. Und... Ah, da können wir hier einmal rumfahren. Schick. Und haben natürlich auch eine neue Fraktion angetroffen. Katarien und... Die Kimmerer. Ja, dann gucken wir doch mal, ob wir direkt mit den Katariern einen Handel bekommen. Wir hören uns eure Angebote gern an. Moderat. Die Geister haben bemerkt, dass unsere Schatzkammern leer sind. Könnt ihr uns ja, bei... Ihr sprecht weit. Sonst sage ich ja immer, nee, machen wir nicht. Nur wenn die uns was zahlen, willkommen. Aber irgendwie... Ich öffne euch die Türen, ach, erwarte ich weiß nicht. Verträgliche... Wir gucken mal. So, die wollen auch. Das eure heißt, Worte noch sind... mehr Handelsabkommen. Dann können wir... Entschuldigt bitte. Können wir mal gucken, die Sardes, damit wir hier wirklich alle mal so ranbekommen, dem Handel.
Seid willkommen und sprecht frei und ohne Angst vor Konsequenzen und Gefahren. Niedrig ist mir zu wenig, da muss ich zu viel bezahlen für. Das werden wir nicht tun. Bithynien, die wollten, glaube ich, auch komm, nur... Komm, sprecht. Wir sind Männer der Worte. Und das wollen die nicht. Die Götter fordern zu Recht. Wir versuchen das trotzdem mal. Wir geben denen jetzt mal so ein kleines bisschen. Wir dürfen uns nicht auf eure Kosten bereichern. Na, so, hier. Ah, das machen sie. Wenn wir denen mögen das geben, euch machen die sie Götter das. Vielfach sehr schön. Dann haben wir mit denen auch eines. Das macht die Leute nämlich immer so schön glücklich. Dann haben wir das auch soweit plus minus alles durch. Oh, die Stadt ist auch schön groß. Hier, schaut euch das mal an. Das schaut doch schick aus, oder? So richtig schön griechisch. Aber das heißt, wir haben jetzt auch wieder noch ein bisschen mehr plus an Einkommen dazu bekommen. Das ist doch toll. So muss das sein. Ach ja, das war ja das Problem mit der öffentlichen Ordnung. Können wir mal gucken, wo wir sonst noch in welchen Provinzen irgendwas herstellen. Pelze, Eisen. Movidunum. Wo haben wir es denn? Da haben wir Pelze, das können wir nicht ausbauen. Eisen, das können wir auch nicht ausbauen. Da fehlt uns auch noch ein bisschen was. Okay. Dann schauen wir mal. Dann machen wir jetzt einfach mal. Weil es ist wieder soweit. Es ist schon wieder sehr spät heute. Dann werden wir die Runde beim nächsten Mal beenden. Und was machen jetzt? Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Doch für heute ist wirklich Schluss. Genau, machen wir nämlich Schluss. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich sag ciao, bis zum nächsten Mal.